Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal Aktien und Edelmetalle. Heute gibt es ein Update zum Platinpreis und im Anschluss spreche ich kurz am Chart über das Platin-Bergbauunternehmen Anglo-American Platinum. Und wir haben heute Sonntag, den 27. Juni 2021 und ich möchte beginnen auf Wochenbasis im Platin. Und zwar kann man hier schön sehen, die Woche jetzt hier in grün. Eine sehr schöne, lange, grüne Kerze im Verhältnis und im Vergleich zur letzten Woche, wo wir eben eine ganze rote Kerze verzeichnen mussten. Und hier kann man schön sehen, wie mein grün hinterlegter Bereich angelaufen wurde, den ich ja im letzten Video schon mal erwähnt und erläutert habe. Da ging es, um es kurz Revue passieren zu lassen, darum, dass seit dem Ausbruch aus diesem Aufwärtstrendkanal der Aufwärtstrend nicht gebrochen ist, sondern wir eigentlich eine kleine Korrektur hier bekommen. Diese ist auch eingetreten, habe ich eben noch erwähnt, dass falls wir hier die Unterstützung bei 1128 US-Dollar unterschreiten, dass das nächste Ziel eben der 61,8er Retracement hier wäre bei 1040 US-Dollar. Dieser wurde vom Platin auch unterschritten und in dieser Woche hat er sich sogar auf einem Niveau von 1020 US-Dollar bewegt. Danach werden eben die 1000 US-Dollar gekommen, aber seither auf 1020 kam die bullische Gegenbewegung. Und wie man im Tageschart sehen kann, war diese jeden Tag mit grünen Kerzen, sprich immer höhere Schlusskurse eben zu verzeichnen. Und hier kann man eben recht schön sehen, zu meiner ersten These, dass falls eine ABC oder 1-2-3 Korrektur hier stattfindet, wäre schon mal der erste Teil erledigt. Das wäre die Korrektur bis hier runter in die grüne Zone. Dann kommt eine bullische Gegenbewegung, die müsste dann mehr oder weniger hier an diesem Widerstand enden und sich dort eben die Korrektur weiter nach unten fortsetzen. Und dann müssten wir in dem Zusammenhang eben dieses letzte Tief hier bei 1020 US-Dollar dieses nochmal unterschreiten und dann kann man davon ausgehen, dass zumindest die 1000 US-Dollar angelaufen werden, wenn nicht sogar noch das 50er Retracement bei knapp 950 US-Dollar. Dann wäre eben das Szenario 1 meinerseits beendet und dann muss man das eben nochmal von neu aufrollen. Allerdings Szenario 2, wenn dieser Widerstand hier durchbrochen wird und zudem auch noch die blaue 50er EMA nach oben rausgenommen wird, wäre es folgendermaßen, und zwar diese 50er EMA befindet sich auf einem Niveau von 1156 US-Dollar und dazu gehe ich nochmal kurz auf die Woche hoch und bei 1157 US-Dollar kann man hier schön sehen, befinden wir uns an dem roten Kerzenkörper hier oben. Und wenn es Platin schafft, eben diesen doch, dieses letzte Hoch bei 1173 US-Dollar, dieses eben rauszunehmen, dann würden wir eben durch diese Trendlinie markiert diesen Abwärtstrend, den kurzfristigen, rein technisch gesehen her, rausnehmen. Und dann wäre abzuwarten, ob dies auf Wochenschluss so bestehen bleibt oder nicht. Falls ja, wäre mein erstes Szenario dieser 1-2-3 bzw. ABC-Korrektur nicht vollzogen worden. Und dann müsste man eben nochmal schauen, wie sich der Platinpreis weiterhin wahrscheinlich Richtung Norden sich verhält. Und sozusagen ist der Platinpreis in meinen Augen positiv zu werten. Natürlich, wie gesagt, hier im Widerstand noch abwarten, wie sich der Platinpreis hier verhält, aber im Großen und Ganzen kann es aber auch passieren, dass wir uns hier in dieser Range zwischen Widerstand und 61,8 Retracement vielleicht etwas weiter konsolidieren. Das ist eben abzuwarten und das schauen wir uns dann nächste Woche an. Und wie eingangs erwähnt, möchte ich noch auf das Unternehmen Anglo American Platinum nochmal hier drauf eingehen. Wenn er möchte, nein, möchte nicht, dann müssen wir es so probieren. Und zwar, dieses Unternehmen fördert ja Platin und wie man hier am Chart schön sehen kann,
hat sich seit dem Corona-Tief auch ein Aufwärtstrend hier signalisiert. Das sehen wir hier angesetzt am Corona-Tief. Der erste Anlauf war im November 2020. Seither bis in die Gegenwart vom 21.06. wurde diese Linie eben nochmalig angelaufen, aber nicht unterschritten. Im Gegenteil, hier ist eine grüne Kerze und dieser Chart ist auch auf Wochenbasis. Und da kann man auch schön sehen, diese rote 50er EMA-Linie hier, wenn man die Gesamtansicht hier mal zugrunde legt, diente immer als Unterstützung. Klar, hier in dem Corona-Abverkauf, sage ich immer, ist die beste Unterstützung nichts wert bei solchen Ereignissen. Aber seither, als der Kurs von diesem Unternehmen darüber notiert hatte, wurde er nicht mehr signifikant unterschritten. Was mir im Großen und Ganzen noch fehlt, wie man eben diese 200er EMA einschätzen kann, da die letzten 5 Jahre hier diese nicht signifikant angelaufen wurde und speziell ab dem Jahr Ende 2018 hat sich der Preis von dieser 200er EMA immer weiter entfernt und es wäre für mich rein technisch gesehen auf jeden Fall eine Erleichterung, wenn wir hier ein, zwei Mal gesehen hätten, außerhalb des Corona-Tiefs, inwieweit diese 200er EMA angelaufen worden ist. Aber da das nicht der Fall ist, kann ich mir gut vorstellen, wenn der Platinpreis, wie eingangs erwähnt, im Tages- und Wochenchart seinen Trend nach oben fortsetzt, können wir hier in diesem Unternehmen natürlich auch weiter steigende Kurse verzeichnen. Die Kurse hier sind im Übrigen in Euro, da die Handelsplattform hier TradeGate ist. Und um es auf den Punkt zu bringen, wer investieren möchte in Platin, ich bin ja kein Anlageberater oder dergleichen, ich darf ja an sich keine Empfehlungen oder sowas rausgeben, aber ich persönlich, wenn ich in Platin investieren möchte, würde ich diese Aktie als Grundlage hernehmen und würde mir auch jetzt zum Beispiel die erste von 3 oder 4 Tranchen setzen. Denn es kann natürlich auch sein, dass diese Aufwärtstrendlinie auch von Anglo American Platinum hier mal unterschritten wird und vielleicht auch die 200-Tage-Linie mal getestet wird, die 200er EMA. Und dann könnte man auf jeden Fall rein charttechnisch schon mehr draus schließen, aber so wie es jetzt aussieht, anhand dieses Charts, die letzten 5 Jahre, sieht das sehr gut aus. Auch das Unternehmen an sich ist eins der größten Bergbauer im Bereich Platin, hat eine Marktkapitalisierung, da muss ich hier nochmal kurz von 26 Milliarden Euro. Und wie erwähnt, das ist eines der größten Unternehmen. Ich möchte nur mal als Vergleich Glencore hier den Chart mal euch zeigen. Und zwar, ich bin kein Fan von solchen Charts. Das ist jetzt die Tagesansicht. Jetzt gehen wir mal auf die Woche. Und wie man hier schön sehen kann, Glencore war mal im Jahr 2011 bei, auch in Euro, bei 6,30 Euro. Und tendiert eben seit 9,5 Jahren immer darunter. Also es ist hier eher ein Abwärtstrend festzustellen, wenn ich es mal so einzeichnen darf. Und solche Unternehmen oder solche Charts sind für mich persönlich als Investition nicht geeignet, denn ich möchte schon langfristig sehen, dass sich ein Unternehmen immer entwickelt, mehr Umsätze generiert und so weiter. Und anhand dieses Charts hier ist rein technisch für mich ein No-Go, dass ich einen Cent hier investieren würde. Das hier nochmal kurz als Beispiel, in welches Unternehmen ich nicht investieren würde. Deswegen bleibe ich hier bei Anglo American Platinum. Hier ist der Chart auf Wochensicht wunderschön. Die erste Steigerung der Kurse, dann klar Corona-Tief und seither waren keine signifikanten Abverkäufe mehr zu verzeichnen. Und ich gehe davon aus, dass sich auch dieses Unternehmen bei steigenden Preisen von Platin eben auch weiter nach oben entwickelt. Und mir sind im Prinzip so Fundamentaldaten
nicht Priorität Nummer 1, sondern ich schaue mir an, wie groß ist es, welche Umsätze generieren die, wie sieht es mit Gewinnen aus, wie sind die im Markt platziert und da dieses Unternehmen diese 4, 5 Punkte eben mit einem Pluszeichen erfüllt, würde ich, wenn dann eben hier rein investieren und rein charttechnisch, wie ihr auch sehen könnt, es ist gegen diesen Chart auf jeden Fall nichts einzuwenden. Im RSI hier oben, um es der Vollständigkeit halber zu erwähnen, waren wir hier auch wie im Platin in einem überverkauften Bereich. Dieser wurde logischerweise rein technisch passiert es dann sowieso. Alles, was übergekauft oder überverkauft ist, kommt irgendwann wieder zurück zu seinem Mittel. Und so hat es dieses Unternehmen auch gemacht. Wir sind hier in dem Mittel an der grünen Linie kurz durchgelaufen. Das war eben auch diese Korrektur wie im Platin auch. Und seither zeigt dieser eben wieder an, dass das Unternehmen, dass die Käufer dieses Unternehmen wieder kaufen, da ja dieser Indikator eben schon auf einem Richtung überverkauften Bereich war. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier noch weiter steigendere Kurse sehen. Auch im MACD hier unten ist auf Wochensicht zwar immer noch der Trend nach unten gerichtet anhand dieser gelben Linie. Und das ist eben anhand des Platinpreises vielleicht auch etwas festzumachen, warum sich diese eben so bewegt. Aber in summa summarum, ich denke sowieso langfristig und würde mir da keine Sorgen machen, wenn ich hier die erste Tranche setze. Vielleicht gibt es auch nochmal Kaufkurse auf Höhe der 200er EMA-Linie. Und da würden wir uns dann, wenn sich hier das Unternehmen hier seitlich ein bisschen konsolidiert, würde eben die 200er EMA auch weiter höher kommen. Und solange wir uns überhalb des 38,2er Retracements befinden, sehe ich hier keinen Grund für Panik. Jo, an sich war das mal ein kurzer Überblick über dieses Unternehmen rein charttechnisch und wie ihr selber sehen könnt. Es ist fundamental auf jeden Fall von A bis Z hier nichts nicht fundamental technisch gesehen nichts einzuwenden. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Bis dahin.